Christian Wicki, Sie sind Strategieberater für Pensionskassen bei der Credit Suisse. Sie haben eine Umfrage durchgeführt zum technischen Zinssatz unter anderem. Sie haben einen Median von 2,5% ermittelt in dieser Umfrage für die Abdiskontierung von der Vorsorgevermögen. Ist das ein realistischer Wert? Ich denke, die 2,5%, die wir bekommen als Antwort aus der Umfrage, ist nach wie vor zu hoch. Der Referenzzins ist ja bei 2,25% bis Ende September. Und so wie es aussieht, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch der Referenzzinssatz weiter sinkt. Also es kann durchaus sein, dass der unter 2% schlussendlich dann sogar zu liegen kommt. Vielleicht nicht direkt, aber in den nächsten 2-3 Jahren. Hat das Auswirkungen auf den Umwandlungssatz, mit denen Vorsorgevermögen ausgezahlt werden? Das hat einen ziemlich direkten Einfluss, weil ja sich der Umwandlungssatz aus diesen zwei Komponenten Lebenserwartung und technischem Zins zusammensetzt. Der technische Zins wird für die Bewertung der Vorsorgekapitalien der Rentner benötigt und der Umwandlungssatz tut dann das Kapital der Aktiven in eine lebenslange Rente umwandeln und das muss schlussendlich dann auch zusammenstimmen. Was bedeutet der sinkende Referenzzinssatz für die Pensionskasse? Also wo besteht Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf? Was muss sich ändern? Der konkrete oder direkte Einfluss auf die Pensionskasse ist der, dass eben der Deckungsgrad direkt sinkt, wenn man den technischen Zins senkt, weil eben mehr Kapital eigentlich heute gebraucht wird, um die gleiche Rente zu finanzieren. Also insofern kann man davon ausgehen, dass etwa eine Senkung von 0,5% im technischen Zins etwa 5% vom Deckungsgrad ausmacht. Das bedeutet natürlich, dass Pensionskassen den Rückgang quasi wieder wettmachen müssen. Und das können sie eigentlich nur, indem sie eben auf der Anlagenseite dann auch entsprechend Massnahmen ergreifen, neben dem, was sie allenfalls auf der Leistungsseite dann machen. Was wäre auf der Anlageseite was wäre das für das Thema? Schlussendlich müssen die Pensionskassen ziemlich sicher mehr Anlagerisiken eingehen. Also die Zinsen oder die Renditen, die nötig sind, um eine Pensionskasse zu finanzieren, die sind heute nicht mehr risikolos oder risikoarm möglich. Man sieht das auch. Die Aktien haben die letzten Jahre ständig zugenommen in der Allokation und die Obligationen abgenommen. Das bedeutet eben, dass mehr Anlagerisiken, mehr Schwankungen auch in der Rendite resultiert. Ich denke aber durch das, dass Pensionskassen ja sehr langfristige Investoren sind, können sie auch mehr Risiken durchaus eingehen. Was bedeutet das alles für die Versicherten, also für die einfachen Leute auf der Straße? Für uns alle bedeutet das, wenn nichts geändert wird, schlichtweg weniger Rente, wenn wir in die Pension gehen. Und das kann man nur ausgleichen durch entweder höhere Beiträge, sei es Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sei es Einzahlungen von jedem im Rahmen von seinen Möglichkeiten, logischerweise. Länger arbeiten, früher anfangen zu zahlen. Also da gibt es einen ganzen Strauß, der uns direkt betrifft, sei es als Aktiv heute in der Ansparphase, sei es nachher als Rentner, wenn man dann eben mit einem tieferen Umwandlungssatz die Rente definiert bekommt. Christian Wicki, vielen Dank für Ihre Ausführungen.